Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch und diese Buchvorstellung ist mal etwas ganz, ganz Besonderes, denn ich kann euch ein Einzelband vorstellen. Oh mein Gott, ein Einzelband, ich werde verrückt. Und was das für ein Buch ist, das zeige ich euch jetzt und zwar ist das Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young habe ich auch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe und ich habe das Buch dann jetzt auch die Woche gelesen und ich habe es wahnsinnig schnell gelesen. Ich habe das Buch in drei Tagen jetzt durchgesuchtet und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte unglaublich gut gefallen hat und ich habe das Buch gestern Abend beendet und dachte so, oh mein Gott. Dieses Buch hat ein Ende. Ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob das jetzt wieder der Auftakt einer Reihe ist. Ich hatte da irgendwie auch irgendwie felsenfest mit gerechnet und dann habe ich dieses Buch gestern zugeklappt beendet und dachte so, diese Geschichte ist zu Ende erzählt. Oh mein Gott, es ist ein Einzelband, Leute. Wie oft haben wir das, dass wir ein Einzelband haben, wenn es um Jugendteil-Fantasy-Geschichten geht? So gut wie gar nicht. Deswegen, wenn ihr Bock auf Einzelbände habt und nicht immer reinlesen wollt, ist das schon definitiv ein Grund, sich dieses Buch anzugucken. Und die anderen Gründe, dass ihr dieses Buch lesen solltet, die erzähle ich euch jetzt. Und ich würde aber sagen, wir kommen wie immer als allererstes zum Inhalt. In Das Herz der Kämpferin geht es um Alien. Und Alien ist eine Ashka. Und die Ashka sind ein Kriegervolk. Man kann sie sich so ein bisschen vorstellen, so wie Wikinger. So einfach von der ganzen Art und vom ganzen Stil her. Und ja, die Ashka leben an einem Fjord in einem Dorf und haben halt auch noch andere weitere Dörfer, aber das Dorf von Aelin heißt Hülli und sie lebt dort mit ihrem Vater. Und alle 5 Jahre treffen sich die Ashka auf einem weiter entfernten Feld. Ich weiß gerade nicht mehr, wie dieser Ort heißt, wo die sich immer treffen. Auf jeden Fall treffen sie sich dort mit dem verfeindeten Stamm der Riki und ja, dann wird gekämpft bis auf den Tod. Und das hat eine lang bewährte Tradition, denn das hängt mit den Götterglauben dieser Völker zusammen. Und ja, so treffen sich, wie gesagt, alle 5 Jahre diese beiden Völker auf dem Schlachtfeld und bekämpfen sich bis zum Tod. Und ja, wir begegnen Aelin zu Beginn der Geschichte gerade während dieses Kampfes quasi. Und Aelin ist mitten in der Schlacht und auf diesem Schlachtfeld begegnet Aelin dann einem Riki-Kämpfer und dieser Riki-Kämpfer sieht aus wie ihr totgeglaubter Bruder. Und Aelin kann das in diesem Moment gar nicht glauben, dass das ihr Bruder sein soll, aber er ist es definitiv. Und ja, Aelin fühlt sich natürlich sofort verraten, aber sie kann es trotzdem nicht über sich bringen, ihren Bruder irgendwie zu töten oder auch nur zu verletzen. Und ja, so wird Aelin von den Riki gefangen genommen und in ihr Dorf verschleppt. Und ja, was Aelin dann dort alles erlebt und was das Ganze mit ihrem Bruder auf sich hat, warum er sich mit dem Feind verbündet hat und warum er überhaupt noch am Leben ist, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und ja, ich möchte auch nicht mehr zum Inhalt verraten. Also es passiert noch einiges, einiges mehr in dieser Geschichte. Aber dazu möchte ich jetzt eigentlich nichts weiter sagen. Ich finde, ihr solltet euch da überraschen lassen. Dieses Buch ist jetzt auch nicht ultra dick, also es hat 330 Seiten und es passiert für diese 330 Seiten doch relativ viel in dieser Geschichte, aber ich möchte wie gesagt nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen werde ich jetzt zum Inhalt erstmal nichts weiter sagen. Und ja, ich kann nur sagen, was die Handlung betrifft, hat mir das Buch ultra gut gefallen. Diese Geschichte ist auf ihre Art und Weise etwas ganz, ganz Besonderes, denn es ist zu Beginn der Geschichte eine sehr, sehr ja, kämpferische Geschichte, sage ich mal, mit Krieg und Abschlachten und Kämpfen und die Geschichte entwickelt sich dann aber in eine Richtung, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, denn ihr wisst, ich liebe Mädchen High Fantasy und diese Geschichte entwickelte sich dann definitiv zu einer Mädchen High Fantasy Geschichte. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Das heißt, in dieser Geschichte kommt eine Liebesgeschichte drin vor, die sich dann immer weiter entwickelt, die dann auch immer ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Wodurch dieses Kämpferische dann streckenweise in der Geschichte wieder sehr, sehr zurückgenommen wurde und man einfach dieses Gefühlvolle, was diese Liebesgeschichte, die hier wirklich auch teilweise sehr, sehr zart erzählt wird, dann wieder in den Vordergrund rückt. Und ich fand die Mischung einfach richtig gut aus diesen harten, brutalen Kämpfen und dieser Liebesgeschichte, die sich hier dann doch recht langsam entwickelt. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was die Handlung betrifft, hat sich die Geschichte wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und es waren auch einige überraschende Wendungen in dieser Geschichte drin. Es waren teilweise auch sehr, 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 sehr vorhersehbare Wendungen in dieser Geschichte drin. Ich finde so gerade ab so einem gewissen Punkt,
am Anfang, so im ersten Drittel, weiß man schon, worauf das Ganze im Endeffekt, im Großen und Ganzen, gerade was diese Liebesgeschichte betrifft, hinauslaufen wird. Und ja, das fand ich jetzt aber auch absolut nicht schlimm, denn diese Geschichte hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich wollte auch immer wissen, wie es weitergeht. Ich wollte wissen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich wollte wissen, was mit den Ashka und den Riki passiert und was mit Aelin passiert und ihrem Bruder auch und was so alles da dahinter steckt. Ich finde, die Autorin hat da wirklich eine gute Geschichte gefunden und ich finde, sie hat das auch ganz, ganz toll erzählt. Und ja, also was die Handlung betrifft, kann ich mich nicht beschweren, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte das Ganze. Ich denke, einigen könnte es streckenweise zu langatmig werden. Das muss man aber so für sich selber sehen. Also mir hat es gut gefallen, ich fand die Mischung gut mit diesem actiongeladenen Anfang und in diesem ruhigeren Mittelteil und dann am Ende kam nochmal die fette Action. Aber ich denke, es wird Leute geben, die das nicht so gut finden werden. Was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass mir Aelin als Protagonistin dieser Geschichte sehr, sehr gut gefallen hat. Ich konnte ihre Handlungsweisen, sage ich mal, zu 90% nachvollziehen. Es gab so ein, zwei Szenen, wo ich so dachte, Mädchen, machst du jetzt nicht selbst so schwer? Denk nochmal drüber nach, geh nochmal in dich. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, denn Aelin ist ja auch ein ganz, ganz anderer Charakter als ich und sie wurde auch ganz, ganz anders erzogen als ich. Also von daher kann ich das schon verstehen, dass da meine Denkweise sich von ihrer da streckenweise unterschieden hat. Das fand ich auch absolut nicht schlimm. Für die Geschichte hat es auf jeden Fall gepasst. Was die Nebencharaktere betrifft, wie Iri, ihren Bruder oder auch Fiske und Inge und Halvard und ihren Vater und ihre Freundin Myra. Ich kann nur sagen, dass mir die im Charakter alle sehr, sehr gut gefallen haben. Die waren mir alle ultra sympathisch. Also die kamen alle so rüber, wie sie rüberkommen sollten. Und ich finde, man hat diesen Hass, den diese Völker gegeneinander hatten, sehr, sehr gut gefühlt auch. Also man hat auch bei den Charakteren immer sehr, sehr gut mitbekommen, wie sie halt so auch schon so zu diesem Hass erzogen wurden und die Charaktere, dass die Charaktere aber dann doch ihre Denkweise auch alle geändert haben, streckenweise, so untereinander auch. Und ich finde, das hat die Autorin einfach wahnsinnig toll rübergebracht. Also was die Charaktere betrifft, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich mochte Aelin, ich mochte Iri, ich mochte Fiske und Inge und Halvard und Agi und Myra und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass mir die Charaktere sehr, sehr gut gefallen haben und sie mir sehr, sehr sympathisch. Was das Setting betrifft, wir haben hier ein wirklich eher anderes High-Fantasy-Setting, was wirklich so eher in die Richtung Wikinger geht oder Vikings, ne? Kennt ihr die Serie Vikings? So in die Richtung, würde ich sagen, geht das. Diese Völker sind halt Kriegervölker, sie haben so alle lange Haare und die sind immer geflochten und jeder hat so eine Axt und ein Schwert, mit der er da durch die Gegend rennt und auch so dieses ganze Drum und Dran hat mich sehr, sehr an Wikinger erinnert und das fand ich richtig, richtig cool, weil das hat einfach so gut zur Geschichte gepasst, das hat einfach so gut zu diesem Flow gepasst, zu diesem Gefühl beim Lesen, das hat für mich alles ein super rundes Bild ergeben, auch wenn in diesem Buch wieder keine Karte drin war. Ihr wisst, ich bin kartenbekloppt, konnte ich mir trotzdem das Ganze auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich hatte keine Probleme mit dem Worldbuilding. Ich konnte mir Hylla, das Dörfchen von Aelin, was da am Fjord ist, gut vorstellen. Und ich konnte mir auch Fela, das Dörfchen der Riki, was so hoch oben in den Bergen gelegen ist, konnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich hatte da keine Probleme, was die Beschreibungen und Umschreibungen betrifft. Es war bei manchen Szenenbeschreibungen, dass ich nicht so ganz hinterherkam. Das liegt aber wahrscheinlich bei mir auch daran, dass ich relativ schnell lese und wenn ich dann manchmal schnell lese, stolper ich auch zwischendurch mal über ein, zwei Dinge. Und ich sag mal, gerade in so High-Fantasy-Geschichten, wo jetzt nicht jedes Wort einem sofort ein Begriff ist, wo man viel halt auch aus dem Kontext rausnehmen muss, wenn man dann relativ schnell liest, dann geht man nochmal einen Schritt zurück und liest das Ganze dann nochmal und denkt sich dann so, ah, so ist das gemeint. Und ja, so ging es mir bei der Geschichte auch das ein oder andere Mal, aber das ist, wie gesagt, auch wieder so mein persönliches Ding eher. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ich finde, es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Welt, die Autorin hier erschaffen hat. Es ist eine spannende Geschichte, die die Autorin hier in dieser Welt erzählt. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Und was den Schreibstil von Adrian Young betrifft, haben wir hier einen sehr, sehr actiongeladenen, spannenden, aber auch gefühlvollen Schreibstil. Wie gesagt, die Autorin schafft es am Anfang wirklich alles so mit Action und Spannung zu schreiben und so, dass man diese Kampfszenen auch so denkt, oh mein Gott, was ist hier los? Und dann entwickelt sich die Geschichte und diese zarte Liebesgeschichte wird dann hier erzählt und das tut sie auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, dass das halt auch glaubwürdig ist und nicht so, sie sah ihn, weil das würde einfach nicht passen zu dem Charakter, sondern das entwickelt sich halt wirklich ganz, ganz langsam zwischen den beiden und
Das fand ich wirklich toll und das hat mir richtig gut gefallen und das mochte ich sehr. Also was den Schreibstil betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Es ist ein lockerer, leichter Jugendbuchschreibstil. Wie gesagt, er ist actiongeladen, er ist spannend, er ist gefühlvoll und ich finde die Mischung einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass sich das Buch wirklich richtig gut lesen lässt. Also das geht locker von der Hand und man ist wahnsinnig schnell durch die Geschichte auch. Mein Fazit zu Das Herz der Kämpferin ist, dass es eine richtig, richtig coole Jugend-High-Fantasy-Geschichte ist. Und jeder, der Bock auf Wikinger hat und so Vikings-mäßig das Ganze so mag, der sollte sich das Buch auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere, ich fand das Setting einfach großartig und auch der Schreibstil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, es ist ein Einzelband, Leute. Oh mein Gott! Diese Geschichte ist in diesem Buch abgeschlossen. Ich habe gestern echt gedacht, so, what the... Ich kam damit erstmal echt nicht klar, dass das ein Einzelband ist und ich jetzt nicht wieder auf Teil 2, 3, 4, 5, keine Ahnung was warten muss, sondern dass diese Geschichte einfach mal fertig erzählt ist. Ich habe das gestern hier so gefeiert. Ich saß hier und habe gesagt, oh mein Gott, das Buch ist vorbei. Und mein Bester so, was willst denn du jetzt, ja, das Buch ist zu Ende. Ich so, nein, aber die Geschichte ist vorbei. Und er so, hä? Und ich so, ach, vergiss es. Er versteht das dann immer nicht. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, dass das ein Einzelband ist und die Geschichte in sich abgeschlossen ist. Ich denke mal, wenn die Autorin weiterschreiben würde, könnte man sicherlich noch die Geschichte von den ein oder anderen Charakteren hier noch erzählen. Die würde ich auch auf jeden Fall lesen, aber ich glaube, dass da auch irgendwie erstmal nichts mehr geplant ist in Richtung der Autorin. Also ich habe da auf jeden Fall nichts weiter gefunden. Und ja, ich fand das Buch großartig. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es ist High Fantasy der etwas anderen Art. Man muss sich ein bisschen auf diese Liebesgeschichte, auf dieses Ruhige in der Mitte wirklich einlassen können, sonst ist man sehr, sehr schnell gelangweilt. Das seid gewarnt an dieser Stelle, falls ihr jetzt hier nur Action und Krieg und Abmetzeln erwartet. So ist es natürlich nicht, das ist ein Jugendbuch. Also die Kampfszenen sind auch nicht so ultra brutal, wie man das sich jetzt vielleicht auch vorstellt. Aber es finde, die Autorin hat hier ein gutes Maß gefunden. Und ich kann euch Das Herz der Kämpferin wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Jugend-High-Fantasy-Geschichten lest, wenn ihr gerne Wikinger-Geschichten lest, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Das ist eine definitive Leseempfehlung von mir. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich weiß, dass dieses Buch nicht für jeden was sein wird. Und ja, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, auch wenn es euch vielleicht nicht gefallen hat. Ja, ich freue mich auf den Austausch und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.